Hier jetzt mein fertiges Bild nach 11,5 Stunden Arbeit. Aber ich finde, es hat sich auch gelohnt, so lange jetzt daran zu sitzen
Und ja, ich hoffe auch, dass das Bild Glue dann im Endeffekt gefallen wird. Ich habe mir aber sowas überlegt, und zwar, dass ich sie erstmals pranken werde. Okay, stopp. Ich muss hier kurz dazwischen funken. Und zwar, ich habe irgendwie beim Schneiden gemerkt, dass ich gar nicht wirklich den Prank erklärt habe. Denn ich habe ja dieses wirkliche Profilbild gemalt. Und der Prank besteht einfach darin, dass ich ihr noch ein anderes Bild gemalt habe. Und da werde ich ihr zuerst dieses andere Fake-Profilbild schicken und schauen, wie sie da halt reagiert, ob sie es mir halt abkauft, ob das jetzt ihr Neues ist so. Dass ich sie erstmals pranken werde und ihr erstmal dieses Bild schicken werde und dann mal schauen, ob sie mir glaubt, dass ich das gemalt habe anstelle von diesem Bild. Ich meine, Lus Profilbild hat echt mal eine Veränderung nötig. Das ist irgendwie schon ein Jahr lang, über ein Jahr lang. Keine Ahnung, dieses Profilbild, und ich musste ihr einfach ein neues malen. Sagen wir es mal so. Und ich bin einfach so ultra gespannt, wie sie es finden wird. Wirklich ultra gespannt. Ich weiß echt nicht, ob sie es mir abkaufen wird. Es ist halt einfach so, ich habe ihr gesagt gehabt, ich habe 7 Stunden daran gearbeitet. Also das war vor zwei, als ich noch 7 Stunden daran gearbeitet habe. Und ich weiß nicht, also für dieses Bild hier, das Fake-Profilbild, hatte ich jetzt eine halbe Stunde. Und ich finde, für das, eigentlich gefällt es mir auch ziemlich gut. Es ist halt komplett ein anderer Style. Also das Gesicht von der Person ist einfach ein bisschen strange. Ich habe irgendwie das Kinn. Also ich habe echt eine halbe Stunde für das Bild wenig. Also ja, ich habe einfach irgendwas gemalt so. Und halt, damit es trotzdem noch so ein bisschen realistisch aussieht, dass es sein könnte. Weil ich weiß halt echt nicht, ob sie es mir abkauft oder nicht. Aber ich weiß auch nicht, wie sie dann reagieren wird. Ich meine, als ob sie dann sagt so, i, voll hässlich, oder ist das dein Ernst? Oder ich meine, ich sage ihr dann einfach, also ja, es ist mein Ernst. So. Egal, ich bin einfach, oh Gott, ich bin einfach so gespannt. Und es tut mir einfach so leid, weil ich hasse eigentlich Leute zu pranken und ich hasse es eigentlich, Leute zu verarschen oder irgendwie, ich kann das auch gar nicht. Es tut mir so leid, aber ich bin einfach so gespannt, wie sie das sagen wird. Ich hoffe, ich lache nicht. Ich hoffe, ich lache nicht. Und ich mache jetzt hier eine Memo. Hast du vielleicht heute Nachmittag oder irgendwann kurz so 10 Minuten Zeit? Ich muss dir unbedingt was sagen, zeigen, whatever, so. Oh mein Gott, Lu hat mir zurückgeschrieben, ist ja geschrieben, kann den ganzen Tag, also könnte auch jetzt schon. Ich habe hier auch noch dazu einen Kanal-Banner gemacht. Keine Ahnung, wie sie das findet. Ist eigentlich noch so cute. Und ich finde, die Farben passen mega gut zusammen. Oh mein Gott, sie hat geschrieben. Schreib einfach, wenn du willst. Okay, ich rufe sie jetzt einfach mal an. Hi, oh mein Gott, bist du noch im Bett? Nee, ich bin schon voll lang wach, aber ja, ich bin wieder ins Bett gegangen, weil ich hab gerade. Ich muss dir was zeigen. Was? Was könnte es vielleicht sein? Also, ich weiß nicht, also ich könnte mir das vorstellen, ich weiß nicht, ob es ist, deswegen sag ich nicht, deswegen zeig Oh mein du, okay, also ich schick zuerst mal das rein. ich. Oh Gott, ich bin aufgeregt. Ja, ich auch. Okay, warte, ich gehe jetzt drauf. Hä, das ist voll cool. Vielleicht kann man irgendwie noch irgendwie meinen Insta-Namen oder so, vielleicht irgendwie noch kleiner drunter machen. Ja, Sonst sehe ich das ich kann nicht. alles noch ändern, so, also. Okay. Und jetzt das Bild, oh mein Gott. Aber ich weiß halt echt nicht, keine Ahnung, es ist halt irgendwie so voll der andere Style. Ich weiß nicht, ob du es halt magst oder nicht. Soll ich schicken? Zieh Ja, mach. runter, zieh runter. Achso, drei. Zwei, eins! Okay, warte. Hey, das ist voll cool. Na, also. Ist halt komplett der andere Style, aber ist echt voll cool. Wow! Hey, ist echt voll cool geworden. Okay, das freut mich. Oh mein Gott, ich hatte so übelst lange. Rat mal, wie lange ich hatte. Keine Ahnung, 3, 4 Stunden? Ja, so ungefähr. Wow, das ist aber echt voll cool. Okay, oh mein Gott, das freut mich so. Oha. Ich muss aber noch was dazu sagen, und zwar, das ist gar nicht das Richtige. Hä?
Das ist das Richtige, was ich für dich gemeint habe. Willst du mich echt abgekauft? Das ist so. Keine Ahnung, ist einfach so voll anders halt. Also so. Hinbekommen, jetzt mal for real. Also die Haare sind immer krass gut geworden. Also Oha, alles gut geworden. Die Haare sind ja danke. extrem krass geworden. Oh Also, mein ich habe noch eins gemacht gehabt mit Hut, aber irgendwie. Also, weißt du, dieser Fischerhut. Und mir ist mir der einfach nicht so gut gelungen, aber keine Ahnung. Ja, ich kann dir sonst auch mal schicken. Also, dann später. Oh Gott, ich sehe da einfach so. Ich kann nicht ruhig halten. Mit Hut schon voll geil aus. Irgendwie ist halt so, irgendwie momentan ist halt immer voll lustig, weil irgendwie immer, wenn ich so diesen Hut anhabe, dann tue ich halt voll viele Leute irgendwie erkennen. Weil irgendwie, keine Ahnung, sind immer so, ja, ich hab dich am Hut erkannt, ich war so, Okay, das ist echt voll nice. Oder vielleicht kannst du einfach mal mit Hut und wenn dir halt nicht mehr gefällt, nimmst du halt ohne Hut. Ist ja auch, also. ja. Oh mein Gott, das ist so krass. Oh mein Gott, danke. Hey, ich hätte aber echt gedacht, dass du Aber hey, hast du wirklich so voll schön gefunden, das andere? Oder hast du nicht so gedacht, so, alles hä? anhast. Also, ich fand, ich finde es jetzt nicht hässlich oder so. Ja, aber du, also hast du es dir erst schon Aber. so gedacht, so, hä, ist das jetzt ihr Ernst? Oder dachtest du so wirklich? Also, ich hab den. Ich bin mir nicht so gut, hä, aber danach fand ich es irgendwie voll cool. Okay. Ja, okay, geil.